Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und alle, die neu hier sind, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute geht es um meine Geburtstagsgeschenke. Ja, ich bin wieder ein Jahr älter und habe richtig tolle Sachen geschenkt bekommen. Und was da alles so dabei ist, das würde ich euch heute gerne zeigen. Also wenn ihr da Lust habt zu sehen, was ich geschenkt bekommen habe, dann bleibt sehr gerne dran. Ja, auch dieses Jahr habe ich meinen Geburtstag leider im Lockdown verbracht. Auch letztes Jahr hatte ich schon dieses Vergnügen. Trotzdem war es ein sehr, sehr schöner Tag und ich würde euch gerne alle Geschenke rund um diesen Tag, die ich so bekommen habe, gerne zeigen. Habe mich dafür extra heute ein wenig mehr geschminkt, als ihr mich sonst kennt. Habe mir ein aufwendiges Augen-Make-up gemacht und mich mal für rote Lippen entschieden. Ach ja, und zu meinen Nägeln, ich habe diese Sticker ausprobiert, die ich von der lieben Birgit bekommen habe. Ich muss sagen, für Gelnägel, beziehungsweise ich habe ja Acrylnägel, sind sie wirklich nur teilweise geeignet. So in der Kamera, von der Ferne schauen sie richtig gut aus und sie waren auch sehr einfach aufzutragen. Näher darf man sie nicht betrachten, weil mir da einfach die Übung fehlt. Sollte ich dann nochmal die Situation haben, dass ich diese Klebefolien nutze und ihr da Interesse daran habt, euch da mal mitzunehmen, wie ich das gemacht habe. Ich brauche da eindeutig ein bisschen mehr Übung. Die ersten sind mir mal nicht gelungen, aber für den Moment reicht es vollkommen. Und das Einzige, was ich jetzt schon mal sagen kann, ich habe mir das vor 2 Tagen aufgetragen und sie halten wirklich top. Dachte nicht, dass diese Art Folien so gut auf den Nägeln halten. Also das ist schon wirklich mal 1A. Aber nun geht es zu meinen Geschenken und da möchte ich gerne mal anfangen. Ich möchte das so kunterbunt machen, sage auch vielleicht ab und an dazu, von wem ich jetzt bekommen habe. Und zwar beginne ich mal mit etwas an Dekoration. Ich habe mir vor dem Lockdown, also ich war circa 3-4 Wochen vor dem Lockdown mit meinem Freund ein bisschen shoppen. Ein bisschen shoppen heißt, ich war in 2-3 Geschäften, habe auch etwas für meine Schwester gebraucht, weil die ziemlich zeitnah mit mir Geburtstag hat. Und da sind mir ein paar Sachen in die Hände gefallen und heuer war es genauso wie letztes Jahr so, dass nicht viele Überraschungen dabei waren, denn ja, es ist einfach schwierig, Geschenke zu shoppen. Ich und meine Familie, beziehungsweise meine Familie und ich, sind nicht unbedingt die Internet-Shopper und somit war das immer richtig schwierig. Aber bei Douglas bestellen oder bei Bipper bestellen ist ja absolut kein Problem, genauso wie bei DM. Und ein bisschen konnte ich hier hinaus und habe mir da ein paar Sachen gefunden. Unter anderem war ich bei Teddy und da habe ich diese Vase hier gesehen, die mir richtig gut gefallen hat. Und ich habe sofort an meinen Videohintergrund gedacht, dass ich mir vorstellen kann, dass ich die eventuell im Sommer dekoriere. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Deko-Fan und die hat mir richtig gut gefallen. Und die habe ich mir da ausgesucht und mein Freund hat sie mir dann zum Geburtstag sozusagen geschenkt, als selbst ausgesuchtes Produkt. Dann würde ich gerne weitermachen mit Schmuck. Bei Schmuck war ich mit meiner Schwester bei DM und da sind mir Ohrringe ins Auge gestochen, unter anderem diese hier. Ihr wisst, die, die mich schon länger verfolgen, ich mag diese Art Statement-Ohrringe richtig gerne und momentan finde ich Goldschmuck überhaupt sehr hübsch, ich trage aber meistens Modeschmuck, aber diese Hänger haben mir richtig gut gefallen, eben mit diesem weißen Blättchen oben, die kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich mag diese Art Schmuck ja richtig gerne und da durften diese hier mit. Und auch ein zweites Paar habe ich mir dann noch gefunden, auch in Gold, aber etwas schlichter. Und das sind diese hier. Die sehen so aus. Das sind eben auch so goldene, etwas dezentere Ohrringe. Haben mir auch sehr gut gefallen in so einem Blumenmuster. Und die durften eben dann auch mit.
Wie gesagt, Statement-Ohrringe, ihr seht sie auch heute, trage ich richtig gerne und da schlage ich immer wieder gerne zu, auch wenn es nur Modeschmuck ist. Dann habe ich mir selber auch Geschenke gemacht. Also ab und an, nicht jedes Jahr, beschenke ich mich sozusagen selber und gönne mir etwas, was vielleicht niemand aus der Familie oder Freundeskreis weiß. Und heuer habe ich mir gegönnt eine Reinigungsbürste. Und zwar, die sieht so aus. Das ist eine Reinigungsbürste von Sunmay. Ich weiß nicht, ob das den einen oder anderen etwas sagt. Die ist mit USB-Anschluss. Kann man eben aufladen und hat eine etwas gröbere Seite und eine etwas feinere Seite. Und ist gedacht, um sein Gesicht gut zu reinigen. Und ich dachte, ich gebe so viel Make-up, Geld für Make-up aus. Ich sollte auch mal wesentlich mehr in meine Hautpflege investieren und habe die schon etwas länger verfolgt. Also die verfolge ich schon seit Weihnachten. Und dann kam ungefähr ein, zwei Wochen vor meinem Geburtstag ein tolles Blitzangebot. Und dann habe ich zugeschlagen und habe mir diese eben selbst zu meinem Geburtstag gegönnt. Außerdem habe ich mir selber zu meinem Geburtstag gegönnt und das ist für mich so das Highlight an meinen selbst gekauften Produkten. Die meisten Sachen, die ich heuer zum Geburtstag bekommen habe, kenne ich natürlich, weil ich sie mir zu 90% selber ausgesucht habe. Habe aber Riesenfreude damit und hoffe, ihr könnt meine Freude ein bisschen teilen. Weiters habe ich mir selber bei Bäcker noch ein bisschen was gegönnt. Einmal nochmal diesen Backlight Priming Filter Primer. Den habe ich ja schon in meinem Bäcker-Video euch gezeigt. Den habe ich mir dort als Ersatz für diesen fliederfarbenen gekauft. Solltet ihr dieses Bäcker-Video noch nicht gesehen haben, ich verlinke es euch sehr gerne oben, dann könnt ihr da noch einmal reinschauen. Das habe ich mir eben noch einmal geholt und das absolute Highlight war, dass es wirklich den First Light Priming Filter doch noch gab. Und für alle, die mich schon etwas länger verfolgen, die wissen, dass das für mich ein absolut Top-Primer ist. Ich liebe ihn heiß und war schon in meinem Bäcker-Video sehr traurig, dass ich ihn nicht mehr bekommen habe. Für alle, die es nämlich mitbekommen haben, Bäcker schließt seine Pforten im Herbst und ja, überall bekommt man mittlerweile Sale-Produkte. Und mir war echt wichtig, dass ich diesen Primer nochmal bekomme. Ja, und eben kurz vor meinem Geburtstag gab es ihn wieder auf einmal bei Douglas. Ich habe eigentlich regelmäßig jede Woche nachgeschaut, ob es den Primer wieder gibt, denn es gab ihn nie. Und dann war ich spontan einmal im Internet und habe mir gedacht, wat, ich schaue nochmal bei Douglas vorbei. Wirklich einmal die Woche habe ich das gemacht, weil ich es eben nicht glauben konnte, dass man ihn nicht mehr kaufen konnte. Und auf einmal habe ich ihn gesehen und habe mir gleich zwei Backups besorgt, weil ich auf diesen Primer absolut schwöre und er für mich einer der besten ist und echt mich riesig freue, dass ich den jetzt wieder in meiner Sammlung habe. Ja, wie ich da eben wegen diesen Primern geschaut habe, sind mir auch noch sehr viele andere Produkte, die so auf meiner Wunschliste standen, in die Augen gefallen und auch dann in meinen Einkaufskorb. Erstens habe ich mir mal bestellt von Urban Decay diesen All Nighter Fixing Mist. Da habe ich auch die normale Variante und ich habe aber schon gesehen, dass es eben eine Glow-Variante gibt und das hat mich sehr interessiert und deswegen habe ich mir den dann in der Miniatur-Variante bestellt, der mich sehr interessiert hat. Den anderen finde ich eigentlich relativ okay. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr gehyptes Produkt ist und für die meisten das Fixing Spray schlechthin. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so 50-50 eingestellt. Ich hoffe eigentlich auf diesen Glow Spray, dass der mir noch viel, viel besser gefällt. Und weil ich schon bei Urban Decay war, habe ich mir auch diese neue Foundation bestellt. Und zwar, das ist die Hydromaniac Stay Naked Tinted Glow Hydrator Foundation. Kann man noch einen längeren Namen für so ein Produkt nehmen? Medium Coverage, 24 Stunden Wear mit Kombucha Filtrate Marula Öl. Ich habe es mir jetzt in der Variante
30 Light bestellt. Ich hoffe, dass die Farbe passt. Ich hätte es sehr gerne in einer Miniaturgröße bestellt. Mittlerweile muss ich wirklich sagen, bei gehypten Produkten oder auch Produkten, die ich nicht kenne, wenn es eine Miniaturgröße gibt, bestelle ich mir die gerne zuerst. Und wenn mich das Produkt dann überzeugt, dann auch gerne mal eine Full-Size-Größe. Ebenso wie bei dem Fixing Spray war das absolut kein Thema. Das gibt es in klein und in groß, ist natürlich auch dann kostengünstiger. Bei der Foundation gab es das leider nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie mir gut stehen wird und da wird sicher mal ein Video dazu kommen, wie ich diese finde. Ja, dann habe ich mir auch noch einen bzw. zwei Blush bestellt, die schon sehr lange auf meiner Wunschliste stehen. Einmal habe ich mir auch in der Miniaturvariante von NARS den gehyptesten Blush ever bestellt. Und zwar in der, wenn man die Verpackung aufkriegt, wäre es schon einfacher, in der Miniaturvariante. Und zwar, die Rede ist von diesem Mini-Schätzchen hier. Und das ist die Farbe, die wahrscheinlich jeder von euch kennt oder zumindest, wenn man sich mit Make-up beschäftigt, schon mal gehört hat. Und zwar, das ist die Farbe Orgasm. Auch mich spricht die Farbe sehr an. Ich dachte mir wieder, ich nehme es mir in einer Miniaturvariante, weil das sind immerhin auch 2,5 Gramm. Und ich sage mal, 2,5 Gramm Blush muss man halt auch mal aufbrauchen. Und so kann ich mir ein paar Produkte mehr aussuchen und habe trotzdem riesig Freude, dass ich diesen kleinen Schatz hier auch meines nennen darf und ich swatch den gern mal mit euch. Ich habe übrigens noch nicht hineingefasst, die Produkte sind alle noch original verpackt gewesen und würde jetzt gern mit euch swatchen. Ich habe einiges zum Swatchen und ja, das ist eben dieser Blush. Es ist ein typischer Blush, den ich auch wirklich gerne habe mit diesem rosa Gold Glitzer, ein richtig schöner, aber dezenter Blush. Ich finde ihn richtig schick und freue mich, ihn jetzt in meiner Sammlung zu haben und mit euch das erste Mal zu swatchen. Dann habe ich mir noch einen weiteren Blush gekauft und da sprechen mich die Verpackungen immer sehr an. Und zwar einen von Art Deco und das ist jetzt die Variante Blossom Duo Blush. Das ist wieder so ein Blush, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich auch die Umverpackung aufhebe. Aber auch das normale Packaging finde ich richtig hübsch. Und der sieht innen so aus. Auch ein richtig schöner Blush. Den swatche ich auch. Der riecht auch richtig gut. Sehr frühlingshaft. Ich gehe jetzt in beide Farben und trage mit dem neben dem Orgasm auf. Also das ist jetzt dieser hier. Auch ein sehr softer Blush, aber eben ohne Glitzer. Es ist eher ein matter Blush, aber eine richtig schöne Farbe. Und da hat mich auch das Packaging sehr angesprochen. Und auch, dass das so eine Prägung innen hat, finde ich richtig hübsch. Ja, ein richtig toller Blush und darf jetzt in meine Schminksammlung einziehen und da freue ich mich richtig, weil der doch wirklich super schick ist. Ja, dann habe ich mir noch etwas bestellt und zwar habe ich mir vor kurzem erst bei Nabla den Highlighter bestellt und diesen Ozone Highlighter und jetzt dürfte ein weiteres Produkt bei mir einziehen und zwar dieser Bronzer hier. Das ist jetzt die Farbe Soft Revanche. Er wirkt richtig dunkel, muss ich sagen. Und wie der angekommen ist, habe ich mir gedacht, oh, ich hoffe, dass mir der doch nicht zu dunkel ist. Der wirkt schon sehr, sehr dunkel. Aber das Packaging, Leute, wenn das so in die Kamera schimmert, ich finde es richtig top. Auch den swatche ich gerne mit euch. Er ist nämlich gar nicht so dunkel. Er wirkt zwar auf dem Finger jetzt sehr, sehr dunkel, aber wenn man den jetzt swatcht, und verblendet, finde ich ihn gar nicht mehr so schlimm. Also er lässt sich super verblenden und ich glaube genau im Sommer, jetzt bei der schönen Jahreszeit, kann man den richtig gut verwenden, wenn man dann schon ein bisschen gebräunt ist. Ich glaube, dass der dann richtig gut sich macht und
Da bin ich froh, dass ich den bekommen habe. Ich hätte auch Ausschau gehalten nach der Nabla Side-by-Side-Lidschattenpalette, obwohl ihr ja wisst, ich bin nicht so der Lidschatten-Fan. Aber die war leider ausverkauft. Aber es könnte ja noch sein, da ich natürlich auch Geld geschenkt bekommen habe, dass vielleicht die Palette in den nächsten Wochen oder Monaten dann ja doch noch bei mir einzieht. Aber zu dem Bronzer muss ich wirklich sagen, der hat mir richtig gut gefallen und ja, jetzt auch beim Swatchen gefällt er mir immer noch sehr gut. Ihr werdet auch merken, mein Geburtstagsgeschenke-Video-Einkauf, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ist sehr Blush- und Bronzerlastig, denn momentan stehe ich absolut auf Blush und Bronzer. Ich weiß nicht, die haben es mir momentan angetan und da kann ich oft wirklich schwer daran vorbeigehen. Ja, dann habe ich noch eine Bestellung machen dürfen bei Pink Panda. Und da möchte ich kurz mal mit Sachen anfangen, die wieder mal in so einer Mystery Box oder Mystery Bag gelandet sind. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen das kennen. Ab einem gewissen Bestellwert bei Pink Panda kann man sich gratis so eine Mystery Bag dazu bestellen. Eigentlich schaffe ich das immer. Ich glaube, das ist ja bei einem Bestellwert von 30 Euro. Und ja, wenn man sich da 4-5 Produkte bestellt, ist man ja schnell auf den Betrag und ich bestelle mir das dann einfach immer kostenlos mit. Und da war diesmal drinnen ein Nagellack von Vibo. Das ist ein sehr schöner rotlicher Ton. Aber ihr wisst, Nagellack bin ich absolut nicht so der Fan. Habe ihn jetzt nicht geöffnet, den werde ich für euch auf die Seite legen für eine Verlosung. Dann war drinnen eine Tuchmaske von der Marke Monte Genese. Also die Marke kenne ich so schon, die habe ich schon öfters gesehen und da habe ich jetzt die Tuchmaske mit roter Tonerde, mit Granatapfel, Zimt. Ja, die finde ich richtig spannend, die werde ich auf jeden Fall testen. Wie die ist, so eine hatte ich noch nie. Finde ich gut, dass die da dabei war, das ist vollkommen okay. Dann war drinnen, das hat mich sehr überrascht, eine Lidschattenpalette, auch von dieser Marke Vibo. Das ist jetzt die Lidschattenpalette Rhythm of Freedom, kommt in so einem schwarzen Samtpäckchen und hat keinen Spiegel und sieht innen so aus. Eine richtig tolle Palette und gefällt mir äußerst gut. Wusste gar nicht, dass man in so einer Mystery Bag auch Paletten haben kann. Ich habe es zwar mal bei einer anderen lieben Kollegin gesehen, aber ja, das heißt ja nicht, dass das immer so sein muss und da werde ich jetzt gerne ein paar Töne mit euch gemeinsam swatchen. Also ich gehe da mal in so ein Lila und in das Lila und in das Gold. Also ich habe jetzt da mal 3 Farben aufgenommen, das Gold, puh, das ist ja Wahnsinn. Und trage jetzt einmal da das Glitzer auf. Da das Lila und da das Gold. Und ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Ich gehe dann nochmal über das Glitzer drüber, dass man das besser sehen kann. Also die Pigmentierung, schaut euch bitte das Gold an. Das ist ja der Wahnsinn. Aber auch finde ich dieses Lila, finde ich, ist auch sehr hübsch. Das andere Glitzer kommt gar nicht so stark rüber, aber schaut ohne Kamera, das Kameralicht schluckt ja auch sehr viel, auch toll aus. Aber dieses Gold, Leute, das ist doch puha. Zeige ich das jetzt nochmal kurz. Das ist, ich schaue schon so aus, dieser Goldton hier, der heißt Sovereign. Also Sovereign, wenn das Sovereign heißen soll. Sovereign ist der nicht, also der hat Wumms. Aber eine richtig tolle Palette. Ich habe mir mittlerweile so ein Feuchttuch auf den Schoß gelegt mit einer Küchenrolle. Also wundert euch nicht, wenn ich da zwischendurch immer hinunterschaue. Ich versuche da alles zu swatchen, dass ihr das auch sehen könnt, was ich da bekommen habe oder mir ausgesucht habe. Aber diese Palette ist richtig toll und da werden wir sicher auch einmal einen Look damit schminken, weil der ist doch richtig toll, diese Palette. Und dieses samtige Design, sowas hatte ich auch noch nie.
Also die Palette hat mich voll überzeugt. Das war auch eben in diesem Mystery Bag richtig cool. Und das letzte Produkt, was auch drinnen war, war ein Lippenstift. Also es war dieses Mal komplett alles von der Marke Vibo. Das letzte ist eben dieser Lippenstift, A Drabble Matte Lipstick in der Farbe Choco Kiss. Und der wird auch weiter wandern. Ihr wisst, ich habe momentan so viele Lippenprodukte und auch sehr viel bekommen. Schaut sehr edel aus. Ah, und der hat seinen Magnetverschluss, wie ihr das sehen könnt. Richtig cool. Ah, und der hat innen eine Lippe. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Eine Lippe drauf gedruckt. Ich rieche nur dran. Der riecht gut. Ist ein dunkleres Braun. Aber habe ich, wie gesagt, auch noch nie benutzt und wird mal für euch in eine Verlosung wandern. Ja, das war die Mystery Bag, die bei der Pinkbox, bei Pink Panda dabei war. Ich sage deswegen Pinkbox, ich habe vorher ein Video gesehen, wo es um die Pinkbox gegangen ist, bevor ich dieses Video begonnen habe. Dann habe ich mir noch bestellt bei Pink Panda, warum ich überhaupt bestellt habe, war aufgrund von Produkten von Revolution. Und da habe ich mich für drei Herzen entschieden. Deswegen habe ich überhaupt erst bei Pink Panda bestellt oder bestellen lassen, könnte man es auch nennen. Und auch die backe ich gerne mit euch aus. Und zwar einmal habe ich das Blushing Heart Triple Baked Blusher in der Variante Cute. Den machen wir jetzt mal auf. Den habe ich hier auf YouTube irgendwann mal gesehen, dass I Love Revolution solche Herzen hat. Und ihr kennt mich, ich und meine Verpackungen und schon erst recht, wenn es so Pappverpackungen sind. Und das ist eben das erste Blush. Das sieht eben so aus und auch das swatche ich euch. Ich gehe in alle drei Farben gleichzeitig rein und trage mir das auf. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Ich mache es jetzt bewusst einfach stärker, dass man es gut sehen kann. Ein richtig schöner Blush mit sehr viel Glitzer, aber ihr seht, ich trage das sehr gerne. Ich habe heute auch so einen Blushleiter. Und ich glaube, dass das mit dem vergleichbar ist. Richtig tolle Farbe und gefällt mir richtig gut. Das ist mal der erste. Der zweite sieht so aus und ist die Variante Iced Heart. Auch wieder von I Love Revolution. Der schaut eben so aus. Und innen ist es eine hellere Variante. Und auch den swatche ich euch. Der sieht eben so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Würde aber auch gut funktionieren als Highlighter. Jetzt erkennt man, glaube ich, sehr gut den Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren. Der untere ist einfach eine Spur heller als der obere. Geht aber genauso als Highlighter. Könnte ich mir aber auch definitiv als Blush-Topper vorstellen. Da muss ich mich erstmal austesten, Leute. Dann als drittes habe ich mir ausgesucht den Bronzer, Triple Baked Bronzer. Und der sieht innen so aus. Summer of Love. Love Hot Summer. Und der ist aber sehr, sehr rot. Er wirkt in der Kamera schön bräunlich, aber ja, wie gesagt, das Licht schluckt ja einiges. Der wirkt sehr, sehr gut. Auch den swatche ich euch gerne. Okay, also für einen Bronzer, glaube ich, werde ich den nicht nutzen können. Das ist jetzt der unten, der letzte Ton. Muss ich ehrlich sagen, ist mir zu rötlich-orange. Könnte ich mir aber sehr gut als Blush vorstellen. Also bin ich jetzt nicht enttäuscht. Ja, ich hätte mir einen richtigen Bronzer erwartet. Wobei vielleicht im Sommer, wenn ich einen Bronzer auftrage, vielleicht als Topper, aber dafür finde ich ihn schon sehr, sehr orange. Ich glaube, das wird eher so ein Blush werden, wie ich es heute trage.
Aber alle Farben finde ich richtig hübsch, muss ich sagen. Also da kann man sich ja schon mal nicht beschweren. Gefällt mir gut. Ja, und dann war die Bestellung bei Pink Panda auch schon erledigt. Beziehungsweise ich hatte mir noch Produkte bestellt, die sind aber bis jetzt nicht angekommen. Ich hoffe, die kommen in den nächsten ein, zwei Wochen. Das werde ich euch dann in einem separaten Video zeigen. Da geht es auch um Revolution, weil Revolution im Allgemeinen habe ich noch überhaupt keine Produkte und I Love Revolution auch nicht, aber ja, die werde ich euch dann in einem anderen Video sehr gerne zeigen und somit war die Bestellung bei Pink Panda vorbei. Meine Schwester hat sich dazu entschlossen, weil sie weiß, wie gerne ich zu DM gehe, dass ich doch gerne mal bei DM shoppen darf. Ich habe es ja doch die letzten zwei, drei Monate immer erwähnt und sie hat gemeint, komm, pack dich zusammen. Wir werden zu einem DM fahren und du darfst dort nach Lust und Laune shoppen. Und das war so toll. Ich habe mich relativ zurückgehalten und habe mir ein paar Sachen gefunden. Wir waren aber auch bei Piper, denn ich habe noch Katzenfutter gebraucht und dort bin ich fast eskaliert, weil dort sind auch mittlerweile I Love Revolution Produkte eingezogen. Für den einen oder anderen, der das noch nicht weiß. Ich wusste es vorher nicht und das dürfte auch erst seit ein paar Wochen so sein. Piper hat I Love Revolution Produkte und unter anderem habe ich mir dann diese Lidschattenpalette ausgesucht von I Love Revolution. Und zwar, das ist die Variante Rose Gold Chocolate Palette. Das Packaging richtig schön. Und innen hat es auch einen Spiegel. Das weiß ich, weil sie war dort ausgestellt. Und die Palette sieht so aus. Richtig schick. Absolut meine Farben, so in den rosa-bräunlichen Bereich. Auch die swatche ich euch richtig gerne mal. Da suche ich mir jetzt einfach ein paar Farben raus. Ja, und das sind jetzt die Farben. Sind auf jeden Fall schlichter als die Farben von der anderen Palette, von dieser Vibo-Palette. Aber für den Alltag eine richtig tolle Palette, gefällt mir gut. Und ihr dürft auch nicht vergessen, ich sitze hier kurz vor dem Fenster. Das heißt, sowohl die Kamera als auch das Licht schluckt natürlich etwas. Und was mir auch sehr gut gefällt, das ist eine kleine Palette, die man sicher auch mal mitnehmen kann, wenn man dann wieder verreisen darf. Aber da habe ich richtig Freude und war richtig begeistert, dass die jetzt bei Piper eingezogen sind. Und dann musste ich mir natürlich ein zweites Produkt mitnehmen und das zweite Produkt, was ich mir ausgesucht habe, und ich hoffe, dass das jetzt ein richtiger Bronzer ist, ist auch eine Palette und zwar eine Highlighting und Contouring-Palette sozusagen. Die sieht so aus. Das ist die I Love Revolution Chocolate Contour Bar Palette in der Variante Light. Und die sieht so aus. Schaut aus wie eine Schokoladentafel. Und innen hat sie auch einen Spiegel. Und das sind eben die Farben. Da bleibt das Plastik sogar oben. Ah, das ist jetzt angeklebt, dann löse ich es jetzt nicht herunter, das dauert dann viel zu lange, aber auch eine tolle Palette und ich glaube, dass der Bronzer da auf jeden Fall besser passen wird und auch der Highlighter-Ton schaut richtig toll aus. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme. Dann habe ich mich entschieden für weitere Produkte. Und zwar habe ich mich entschieden für Augenpads. Da wird sich jetzt der ein oder andere denken, warum wünschst du dir zum Geburtstag Augenpads? Ich habe so viele Gesichtsmasken daheim und habe aber das Gefühl, dass ich unterm Auge wirklich immer trockener werde und habe vor kurzem erst meine Masken aussortiert und ich hatte noch, ich glaube, zwei oder drei so Augenpads in meinem Backup-Schränkchen und beim Ausmisten ist mir aufgefallen, dass die über ein Jahr alt sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gerade bei Gesichtsmasken oder Augenpads oder so halte ich mich wirklich an ein Ablaufdatum, wenn es eines gibt. Denn
Ich trage es doch auf mein Gesicht auf und möchte eigentlich keine Rötungen oder sogar Ausschlag bekommen und deswegen halte ich mich daran. Ja, und somit hatte ich überhaupt keine Augenpads mehr und habe mich jetzt einmal, weil ich die ja noch nie testen konnte, weil ich ja nie bei DM war, mich mal für die blauen Beauty, die so gehypt sind hier auf YouTube, entschieden. Und dann habe ich mir noch mitgenommen von Garnier Skin Active die Hydro Bomb Augentuchmaske für die Seiten und zweimal, wobei ich da den Unterschied nicht weiß. Ich glaube, dass es ein und dasselbe ist, nur in einer neuen oder alten Verpackung. Die Hydro Bomb Augentuchmaske mit Cooling-Effekt, die habe ich mir zweimal mitgenommen. Da war ich froh, dass ich mit meiner Schwester bei DM war und das mir kaufen konnte. Was ich auch noch gerne für Pflege kaufen wollte und schon lange auf meiner Wunschliste steht und es sehr passend jetzt ist mit meiner neuen Gesichtsbürste, ist dieses Abschminkgel von Neutrogena. Das ist das Kurkuma Clear beruhigendes 3-in-1 Abschminkgel mit Mizellentechnologie. Entfernt sanft, wasserfestes Make-up, bekämpft Unreinheiten und hilft Ihnen vorzubeugen. Beruhigt die Haut. Bei unreiner und sensibler Haut ölfrei. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine unreine Haut habe, aber ich habe eine sehr sensible Haut. Ihr wisst es mit meinen kräuseligen Stellen, die ich immer habe. Und diese Serie von Neutrogena hat mich immer sehr angesprochen, ist aber relativ teuer. Also ich weiß, wie ich es mir ausgesucht habe. Dieses Abschminkgel kostet 6 oder 7 Euro, was ich wirklich sehr, sehr teuer finde. Aber ich möchte es einfach in Kombination mit meiner Gesichtsbürste, mit meiner neuen Gesichtsbürste gerne testen und deswegen habe ich mir das hier auch ausgesucht. Dann durfte noch einziehen bei mir. Was glaubt ihr? Ein neuer Blush. Als hätte ich nicht schon genug mir ausgesucht, habe ich mir wieder einen gefunden. Das ist jetzt der Catrice Cheek Lover Oil Infused Blush. Und ich versuche ihn gerade aufzubekommen. Ich habe ihn in der Variante 010 Blooming Hibiskus. Und das Ganze sieht so aus. Und auch den swatche ich gerne mit euch. Und das ist die Farbe. Ich finde, so in der Kamera hat er etwas von dem Nasorgasm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Farbe ist sehr, sehr ähnlich. Da finde ich den fast ein bisschen stärker. Auf jeden Fall ein richtig toller Blush. Konnte ich wieder nicht daran vorbeigehen und musste ich mitnehmen. Ja, dann hat mich noch angesprochen, da habe ich mich ein bisschen anfixen lassen von der lieben Graufalter 50. Die schwört ja auf diesen Primer hier. Und nachdem ich ja diesen Becca First Light Priming Filter zwar bekommen habe, aber weiß, dass ich ihn irgendwann nicht mehr nachkaufen kann, muss ich mich jetzt natürlich schon umschauen, welcher Primer für mich nachher das Ganze ablöst. Und nachdem sie so auf diesen Tennis Sensational 10 in 1 Dream Primer von Catrice, also 10 tolle Sachen kann der angeblich, angefangen von Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, Natural Glow, Pore Minimizing, Lichtschutzfaktor 15, also der soll ja das komplette Rundum-Paket haben. Wollte ich den unbedingt testen, sie schwört auf den und mag ihn richtig gerne. Ich teste den jetzt natürlich auch. Also ich werde ihn noch nicht anbrechen, weil ich momentan noch einige Primer offen habe. Der kommt aber definitiv in mein Backup-Schränkchen und wird einer der nächsten sein, den ich dann testen werde. Diesen Becca First Light Priming Filter habe ich ja noch in so einer Mini-Variante. Wenn der leer ist, mache ich mir aber sicher einen großen auf, weil der muss unbedingt immer in meiner Schminksammlung dabei sein. Dann habe ich mir noch ausgesucht, auch so ein Thema, an dem ich nicht vorbeigehen kann. Und ich habe es so oft hier auf YouTube gesehen und habe mir immer nur gedacht, zum Glück kann ich nicht zu DM, da kann ich das dann nicht kaufen. Ja, und dann waren wir bei DM, weil ich ja Geburtstag hatte. Und sie durften in zweifacher Ausführung mit die Fixing Sprays, die ihr bestimmt alle kennt. Von der Essence My Power ist in dem Fall er
Reihe und auch in der Water Reihe. Also das sind diese Fixing Mists, einmal mit Rosenquarz, die integrierten Rosenquarz haben. Den habe ich mir in Rosa mitgenommen und der blaue ist mit Rock Crystal. Der sieht eben so aus und ist eben der Water. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Ich und Fixing Sprays, ich liebe sie einfach. Und deswegen durften sie mit. Und was auch noch mit durfte, war ein neuer Duft von Betty Bartley. Den habe ich auch bei DM entdeckt. Es ist eben ein Duft von Betty Bartley und zwar der Duft Pure Sun. Eine richtig schöne sommerliche Verpackung. Ihr wisst, ich und Düfte, ich habe mir gedacht, ich nehme mir diese Mini-Variante. Ich weiß gar nicht, ob es größer gibt. Ich sehe auch gerade auf der Verpackung steht, dass es vegan ist. Betty Bartley macht eigentlich richtig gute Düfte, habe ich immer wieder welche gehabt. Und ich schnupper nochmal dran, im Geschäft gab es einen Tester. Es riecht nach Sommer. Ist für mich ein absoluter Sommerduft. Ist etwas süßlich, riecht so irgendwie nach Sonnencreme. Ein Sommerduft. Wenn ihr mal bei DM seid, schnuppert daran. Ich finde ihn richtig gut und den darf ich jetzt meins nennen. Ja, und weil meine Schwester weiß, wie sehr ich Fixing Sprays liebe, hat sie mich eingedeckt mit einem meiner Liebsten. Und zwar von Maybelline, den Dream Setting Mist. Den hat sie mir schon vorab bestellt. Sie feiert diese Fixing Sprays genauso wie ich. Habe ich davon schon einmal erzählt, dass es den leider ja nur mehr auf Amazon gibt. In einer Drogerie habe ich ihn seitdem nie wieder gesehen. Also das ist sicher schon ein, zwei Jahre her, wo es den in der Drogerie gab. Auf Amazon bekommt man ihn eben noch und ich wurde zweifach beschenkt, bin sehr froh darüber. Meiner geht langsam dem Ende zu, wird demnächst bald leer werden und ich muss ihn ja nicht gleich benutzen, aber ihr seht, Fixing Sprays bin ich eindeutig gut eingedeckt, würde ich behaupten. Eine nächste tolle Überraschung, wir sind noch nicht fertig, ich hoffe, ihr habt euch anfangs etwas zu trinken genommen. Eine nächste tolle Überraschung, die ich von meinem Freund bekommen habe, war ein weiteres Parfüm. Er war ein bisschen schockiert, wie ich mit meiner Schwester von DM nach Hause gekommen bin und ihm voller Freude berichtet habe, ich habe mir einen Duft gekauft. Er ist aus allen Wolken gefallen, er hatte mir nämlich auch einen gekauft. Aber er hat sich für ein Parfüm entschieden, was ich mir wahrscheinlich so nie gekauft hätte. Es aber momentan gibt und uns das irgendwie verbindet und ich die Idee dahinter richtig süß fand. Und zwar hat er mir dieses Eau de Parfum geschenkt. Das ist das Eau de Parfum Rosenrot. Ich weiß, der ein oder andere wird es vielleicht kennen, vielen wird es vielleicht nicht sagen. Das ist ein Duft von Rammstein. Dazu gibt es für mich eine Geschichte. Ihr müsst wissen, vor Corona, mein Freund ist ein richtiger Rammstein-Fan. Und wir hatten die Möglichkeit, gemeinsam auf ein ausverkauftes Rammstein-Konzert zu gehen, weil es am Schluss doch noch Karten zu kaufen gab. Und da hat er wirklich zwei Karten ergattert und es war mitten im Hochsommer. Wir waren durchgeschwitzt, weil es so heiß war. Es war wirklich ein Tag, da hatte es 34 Grad und das Konzert hat um 17 Uhr begonnen. Wir waren schweißgebadet, sind sehr weit oben gesessen, aber es war ein richtig tolles Konzert, ist sonst absolut nicht meine Musikrichtung, aber er hat mich da irgendwie hineingezogen und mir hat das Konzert richtig gut gefallen und seitdem reden wir sehr oft über dieses Konzert. Und ja, vor 3-4 Monaten gab es dieses Parfüm schon mal bei Müller und ich habe es eigentlich so beiläufig erwähnt, aha, Rammstein macht Parfüms. Und ja, wie es jetzt um den Geburtstag gegangen ist, war er sich nicht sicher, was er mir schenken soll und ja, mit diesen Überraschungen tut man sich wirklich schwer, deswegen hat er mich einfach ein bisschen im Internet shoppen lassen und das war sozusagen meine Überraschung. Ein richtig schöner Flakon, ist wirklich sehr edel eingepackt, hat auf der einen Seite so ein Rosenmuster und auf der anderen Seite ist das typische Rammsteinzeichen. Duftet auch nach Rosen, also nicht nur der Name. Rosenrot
Sprich danach, es ist wirklich ein Duft, der nach Rose riecht, ein sehr herber Duft, aber absolut toll. Der Flakon gefällt mir richtig gut und ich freue mich, ihn schon zu benutzen und gleichzeitig in Erinnerungen zu schwelgen von diesem Konzert und dass uns das verbindet und habe die Idee dahinter einfach richtig süß gefunden und habe mich tierisch über das Parfum gefreut. Ja, das war ein richtig toller Duft, den er mir da geschenkt hat. Aber das war es noch immer nicht. Ich habe mir dann noch Kleidungsstücke aussuchen dürfen und da mache ich jetzt ganz kurz. Ich zeige euch wirklich nur die absoluten Highlights. Einmal habe ich mir ein T-Shirt ausgesucht, nachdem ich schon richtig lange Ausschau halte, weil mir das so richtig gut gefällt. Und zwar ist das so eine Art Jeansbluse. Das hat aber keine Ärmel und verläuft anschließend in so eine Art Karohemd. Das heißt, oben bei der Brust hast du eine Art Jeansstoff und das verläuft eben nachher in so ein Karomuster, was mir richtig gut gefällt. Habe mir das immer wieder schon angeschaut. Leider hat es entweder in meiner Größe nicht gegeben oder ich habe einfach das Farbspiel zwischen dem Jeansstoff und dem Karomuster nicht hübsch gefunden. Und das hier hat mich sofort angelacht und ist zu einer meiner Highlights zum Geburtstag, dass ich mir das hier gefunden habe. Und freue mich schon, es im Frühling, Sommer anziehen zu können. Ein richtig tolles Oberteil und habe ich bei Kick gekauft. Und bei Kick habe ich mir auch noch mitgenommen, das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber da hat mir einfach die Farbe sehr gut gefallen und deswegen habe ich es mir bei meinem Geburtstagsshopping auch ausgesucht. So ein schlichtes Tanktop in so einem Fliederfarben. Flieder ist ja heuer wirklich eine Trendfarbe, würde ich sagen. Man sieht es immer wieder. Auch in der Dekoration kommt es immer wieder vor. Und ich dachte mir, so ein schlichtes Tanktop in Fliederfarben, sowas brauche ich auch unbedingt. Ja, und mein letztes Geschenk und mitunter eines meiner Herzensgeschenke hat mir dieses Jahr meine Mama gemacht. Ich blende euch da gerne ein Foto ein, um was es geht. Auf dem Foto ist eine Katze abgebildet und zwar mein verstorbener Kater, den ich letztes Jahr leider im Alter von 13 Jahren verloren habe. Er hatte leider einen Herzinfarkt und ist einfach in der Früh dagelegen und war schon tot. Und meine Mama beschäftigt sich mit diesen 3D-Diamond-Bilder. Ich weiß nicht, vielleicht sagt das dem einen oder anderen von euch was. Das sind eben diese Bilder, wo man so Diamanten klebt. Und da hat sie sich überlegt, sie klebt mir meinen verstorbenen Kater und hat mich sehr zu Tränen gerührt und war mitunter eines der schönsten Geburtstagsgeschenke, die ich dieses Jahr bekommen habe. Und ja, einfach etwas fürs Herz und darüber habe ich mich sehr gefreut. Hängt auch mittlerweile, deswegen blende ich euch eben auch nur ein Foto ein. Hat mir richtig gut gefallen und hat mich auch zu Tränen gerührt. Ihr wisst, alle, die schon mein Video von meiner Abonnentenpost gesehen habt, ich bin ein sehr nah am Wasser gebauter Mensch und auch dieses Bild von meiner Mama hat mich zu Tränen gerührt, weil es einfach ein sehr, sehr persönliches Geschenk ist und mir richtig gut gefallen hat und mich erfreut es, das Bild immer wieder zu sehen. Ja, und so wären meine Geschenke alle hergezeigt. Es war richtig, richtig viel. Ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben und hattet genauso viel Spaß, die Produkte mit mir gemeinsam anzusehen. Was sagt ihr zu meinen Geschenken? Was hättet ihr selber gerne geschenkt bekommen und auf was würdet ihr verzichten? Ich würde es gerne wissen und schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Vielleicht ist ja das ein oder andere als Geschenktipp für euch dabei oder vielleicht wünscht ihr euch selber das ein oder andere Produkt, was ich euch gezeigt habe. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like riesig freuen. Vielleicht habt ihr noch nicht abonniert, dann holt das bitte gerne nach. Es ist kostenlos, unterstützt mich und ihr verpasst somit auch keine Videos. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.